Die Menschen an der amerikanischen Ostküste schwitzen bei Rekordtemperaturen. Was läge da näher, als in Unterwäsche auf die Rennstrecke zu gehen? In New York folgten mehrere hundert hitzeunempfindliche Hobbyathleten dem Aufruf zum jährlichen Rennen in nichts als Unterwäsche. Die Strecke führt über 1,7 Meilen, knapp 3 Kilometer durch den Central Park und ist von den Veranstaltern gedacht als Appetithappen auf den diesjährigen New Yorker Triathlon. Für viele Teilnehmer zählt aber nicht allein der Trainingseffekt. Das Motto in diesem Jahr heißt Zelebriere Amerika. Da habe ich mir gedacht, dass ich mich als Mount Rushmore verkleide und so meinen Patriotismus zeige. Das hat Tradition und man kann ja nicht jeden Tag als Superheld in Unterwäsche durch Manhattan laufen. In der US-Hauptstadt Washington sehnen sich viele Menschen nach Abkühlung. Seit Tagen bleiben die Temperaturen konstant bei über 35 Grad. Eis- und Wasserspender sorgen zumindest für kurzfristige Erfrischung. Das ist wirklich verdammt heiß. Wir sind hierher geradelt und hatten zum Glück eine leichte Brise vom Wasser. Aber sobald du aufhörst, dich zu bewegen, brennt die Sonne auf dich runter. Anlass zur Entwarnung liegt nicht in der Luft. Auch für die kommenden Tage sagt der Nationale Wetterdienst Rekordtemperaturen, vor allem für die Staaten an der Ostküste, voraus.